Ja, und damit Hallöchen. Herzlich willkommen zur 344. Folge von Hard Economic Done. Hier im American Truck Simulator mit dem Hard Economic Mod von Herrn Klaas. Ja, hier kurz vor Fahrtshow. North Dakota auf der Interstate 29, Fahrtrichtung Süden. Jetzt muss ich auch gleich mal schauen hier. Ja, Fahrtshow. Wir fahren nämlich nach Fahrtshow rein. Kein Stoppschild, nix hier. Ja, Fahrtshow, 121.000 Einwohner in der Metropolenregion. 121.000 Einwohner und damit so groß wie Göttingen. Ihr wollt ja immer, dass ich es so ein bisschen Vergleiche ziehe. Und in der Metropolenregion 238.000 Einwohner. Wurde 1871 gegründet. Ja, es gibt nicht viel dazu zu sagen, außer dass es die größte Stadt von North Dakota ist. Und dass es eine verdammt gute Infrastrukturanbindung hat. Ja, wir haben hier Nord-Süd-Tangente, die Interstate 29 anliegen, die sich hier mit der Ost-West-Tangente der Interstate 94 kreuzt. Und dazu kommen dann aber noch andere Highways wie die US-10 und die US-75. Oh, wir müssen hier abbiegen, wir müssen abbiegen. Darf ich mal? Ja, müssen hier abbiegen, wir wollen ja tanken. Darum geht's mir ja. Aber wir sind doch in den USA, wir dürfen doch hier rechts abbiegen. Ich meine auch bei Rot. Muss natürlich frei sein dazu. So, Tankstelle. Ah ja. Passt. Sehr schön. Muss ich aber doch mal schauen. 2,95 $ die Kalone. Genau, so habe ich mir gedacht. Das ist schon 20 mal billiger wie wie Kanada. So. Ja, wir tanken voll, ne?
Minnesota, der nächste Bundesstaat, ist noch etwas teurer. Ein kleines bisschen, aber nur, da sind wir bei 2,96 Dollar pro Gallone. Also das macht jetzt keinen Unterschied. Wisconsin, glaube ich, dann auch. Ich glaube, Illinois ist dann nochmal ein ganzes Ticken günstiger. Da sind wir, glaube ich, bei unter 2,90 Dollar. 86, 87 oder so, 2 Dollar, 86, 87 die Gallone, das ist dann schon, aber das ist noch so weit weg hier, das ist Zukunftsmusik, das brauchen wir nicht drüber nachdenken. So, bezahlen tue ich wieder, wie immer, mit meiner Handy-App. So, siehste, und da wären wir mal in Falco gewesen, zum Tanken. Prima. Können wir das hier ausblenden. Was war das Gesamtpreis? 734 Dollar. Ja. Frei, ja, oh, da ist auch frei. Was machen die da? Da steht er doof rum. Hat er keinen Grün oder was? Das war knapp. So, weiter geht's. Raus aus Falco. Also wir haben jetzt wirklich nur hier in Falco den Tankstopp gemacht. Schauen wir das noch bei Grün. Ja, wie gesagt, der Tankstopp, der war jetzt halt wichtig. So, und jetzt fahren wir hier gar nicht mehr auf die Interstate 29 drauf, sondern wir fahren jetzt hier auf direkten Weg auf die Interstate 94, das wusste ich nicht mehr, ob 96 oder 94 war, die Interstate 94 Richtung Osten. Oh, es geht nicht anders, tut mir leid. Man muss eben trotzdem hier vorbeifahren, ne? So, ja, jetzt fahren wir hier im Prinzip gerade über die Interstate 29 drüber. Normalerweise wären wir hier jetzt aufgefahren, wenn wir nicht durch Falco gefahren wären. So, damit verlassen wir nun auch den Bundesstaat North Dakota und sind jetzt hier in Minnesota. In Minnesota.
Minnesota gibt es seit 1858, ist der 12. größte Bundesstaat mit rund 225.000 Quadratkilometern. Also von der Fläche her so circa 2/3 von Deutschland. Hauptstadt ist St. Paul. Und Einwohner gibt es hier in diesem Bundesstaat 5,5 Millionen. Das macht eine Einwohnerdichte von 23 Einwohner pro Quadratkilometer. Also schon etwas dichter noch, wie zum Beispiel North Dakota. Aber halt bei weitem noch nicht da, wo zum Beispiel Deutschland ist. Ist gerade mal von der Einwohnerdichte her ein Zehntel von dem, was Deutschland zu bieten hat. Also mit anderen Worten, viel Platz hier, viel Platz. Ja, und die nächste Stadt, die wir jetzt hier passieren, ist tatsächlich schon Minneapolis. Minneapolis gibt es seit 1867, hat 382.000 Einwohner und ist damit ungefähr so groß wie Bochum. Ja, 382.000 Einwohner. In der Metropolenregion leben 3,5 Millionen Menschen. Ja, das ist jetzt ein ganz schön krasser Unterschied, ne? In der Stadt selbst knapp 400.000 und in der Region, Metropolenregion 3,5 Millionen. Woran liegt das? Das lässt sich ganz einfach erklären. Zur Metropolenregion gehört unter anderem St. Paul, also die Hauptstadt von Minnesota, die liegt in der Metropolenregion noch von Minnesota. Sind quasi Twin Cities, nennt man es auch, die Twin Cities, also zwei Städte gleich nebeneinander. Ja, in Minnesota war so 1880 bis 1930 hier einer der wichtigsten Mehlproduzenten von den USA. Das lag eben daran, dass die Getreidemühlen, die man hier an den San Antonio-Fällen gebaut hat, dass die eben unheimlich produktiv waren, unheimlich effektiv. Ja, aber auch hier hat man im Prinzip das gleiche Problem wie in Chicago und den ganzen Rusty Belt. Du hast hier seit 1950er Jahren hast du hier einen unheimlichen Bevölkerungsrückgang. Ja. Also man war hier 1950, hat man Einwohner gezählt, um die 521.000. Ja, und jetzt sind es halt nur noch 382.000. Ja, man hat da stetigen Bevölkerungsrückgang. 2010/16 hat sich das ein bisschen stabilisiert, dass da kein weiterer Rückgang erstmal ist. Ja, und das Problem ist eben, mit dem Bevölkerungsrückgang hat man einen stetigen Anstieg der ethnischen Minderheiten. Das heißt, immer mehr Schwarze, Latinos und Asiaten wohnen hier. Es geht jetzt nicht um die Menschen selbst. Das Problem ist, dass die statistisch gesehen schlechter gebildet sind. Ja, Minnesota, mal so als Zahl in den Raum geworfen, 41% der Weißen haben einen Bachelorabschluss. Ja, aber von den Afroamerikanern sind es halt nur noch 15%, ja, oder von den Latinos halt nur noch 13%, die einen Bachelor haben. Ja, und das ist eben das Problem. Woran das jetzt liegt, das hat sicherlich auch politische Gründe. Ich glaube nicht, dass das an den Menschen selbst liegt. Ja, und dann auch ganz wichtig, vielleicht zu wissen hier, der traurige Zwischenfall. Fangen wir mal chronologisch an. 1967 wurde hier die Mississippi
Mississippi River Brücke gebaut. Ja, die gibt es aber leider nicht mehr. Und zwar ist die am 1. August 2007 eingestürzt. Und das eigentlich einfach mal so nachts oder so, wo keiner drauf war, sondern mitten in der Hauptverkehrszeit ist die Brücke eingestürzt. Ganz tragisches Unglück. Gab es leider auch 13 Todesopfer. Und leider auch nichts lesen darüber, ob es da auch für den einen oder anderen rechtliche Konsequenzen gab, weil meiner Meinung nach darf eine Brücke einfach nicht einstürzen. Das ist absolutes No-Go. Völlig inakzeptabel. Ja, man hat dann am 1. August 2007 ist die Brücke eingestürzt und am 30.10.2007 war dann Baubeginn einer neuen Brücke. Die wurde dann am 18.09.2008 fertiggestellt. Das ist die San Antonio Falls Bridge. Ja, und die hat man auch gleich größer gebaut. Ich glaube, die alte Brücke, die eingestürzt war, hatte, glaube ich, 4 Fahrspuren. Und ich glaube, auf der neuen Brücke jetzt hier auf der San Antonio Bridge sind es schon 10. Also die hat man deutlich größer gebaut. Ja, und warum das so flugs ging, also einmal schon, dass das kaum 3 Monate später nach dem Einsturz schon der Baubeginn der neuen Brücke war und die dann auch binnen von einem Jahr fertiggestellt wurde, das lag eben daran, weil das so eine unheimlich wichtige Verbindungsstraße ist. Das ist die Interstate 35 West, man könnte sie ja mal das Kind beim Namen nennen, die da quasi drüber führt. Und das war halt schon eine verdammt wichtige Straße, die da über den Mississippi River ging. Deswegen konnte man es sich nicht leisten, da noch ewig und 3 Tage rumzugondeln und da irgendwelche Pläne zu schmieden. Das musste eben auch zügig gehen. Ich hoffe nur, dass sie diese Brücke jetzt auch besser gebaut haben und dass die nicht wieder einstürzt. Ne? Mal schauen hier, was haben wir jetzt so an Fahrzeit? 2,5 Stunden. So, was heißt das für uns? Pause oder nicht? Ich weiß nicht, ob was danach noch kommt. Ist gerade schwierig für mich, das zu entscheiden. Wir fahren erstmal raus. Ja, tanken brauchen wir nicht, ne? Brauche gar nicht gucken, ob was kommt. Es wird nichts weiter jetzt kommen an ein paar Möglichkeiten. Wir werden sicherlich gleich dann auf Minnesota treffen. Minneapolis, Verzeihung. So, und da wird nicht viel da werden jetzt nicht noch hier 150 Rasthöfe dazwischen sein. So, ich will mich nur ein bisschen näher an den Kollegen anstellen hier.
So, können wir jetzt hier Pause machen oder wie sieht das aus? Jawohl. Wunderbar. So, wenn ich jetzt aber Pause mache, habe ich das Problem, dass wir dann schon nicht 1 Uhr abends los, 1 Uhr morgens los, sondern erst schon 23 Uhr. Das heißt, wir haben noch mehr Nachtanteil. Deswegen würde ich jetzt mal hier sagen, wir stellen uns mal die Uhr etwas weiter vor. Wa? Das ist ja richtig eingegeben. Ja, 3 Uhr PM. Ich denke mal, 1 Uhr nachts ist schon krass, da loszufahren. Da müssen wir nicht noch früher fahren. Ach, ich zeige euch mal auf der Karte, wo wir sind, wa? So, hier sind wir. Ja, Falco getankt, ne? Jetzt hier kurz vor Minneapolis. Gibt sogar einen Interstate-Ring, seht ihr das? Wir können aber hier auf der 94 bleiben, blasen hier immer weiter. Weiter bis nach Wisconsin rein. Wisconsin ist der Bundesstaat hier, Milwaukee. Ja, geht's dann hier in Chicago vorbei. Hier sind wir schon in Illinois. Und ja, da haben wir noch einiges an Strecke vor uns. Ne? Das ist vielleicht gerade mal Halbzeit, wenn überhaupt. Hier in Houston haben wir mal Fahrtbeginn. Ja, vielleicht gerade so Halbzeit, ja. Oh, schön, da haben wir. Hier oben steht es ja, 1400 Meilen. Insgesamt waren es 3300. Ja, da sind wir schon über die Hälfte. Über die Hälfte. Schön. Gut, gut. Wollen wir nicht lang schnacken, wa? Weiter geht's hier. Muss eben höllisch aufpassen hier wegen dem Verkehr, der hier mal durch die Tankstelle bläst. Mit Lichtgeschwindigkeit. Da ist immer schnell mal ein aufgeraucht oder andersrum, dich raucht schnell mal einer auf hier. Aber wir haben jetzt gerade hier so schön Platz hier über die Parkfläche. Ja, soweit hatte ich eigentlich alles über Minneapolis gesagt. Aber ich stelle ja zum Schluss immer noch die Frage, kennen wir jemanden aus Minneapolis? Ja, flüchtig würde ich jetzt mal sagen. Flüchtig. Kennen wir da jemanden? Das ist nämlich nichts Geringeres wie Richard Dean Anderson. 1950 geboren. Und woher kennen wir ihn? Richtig, der war 1985 bis 1992 der Hauptdarsteller in der Serie MacGyver. Das ist quasi Mr. MacGyver. Ja, der kommt aus Minneapolis. Minneapolis, Minnesota. Ne, ich bleib mittig. Rechte Spur geht 100%ig jetzt auf den Ring drauf. Ne, nicht zwangsläufig, okay.
Aber jetzt sehe ich schon das gelbe Schild hier. Right lane, exit only oder so steht da drauf. Ja, exit only, seht ihr? Da bin ich nicht durch, bin ich. Was auch, bin ich nicht in der großen Gruppe hier, habe ich noch die kleine 8 drin. Also ich habe den Tempomat auf 65 gestellt. Sonst fahre ich immer nur 60, deswegen dreht er so hoch. Oh, schön gemacht hier. Mal jetzt nicht die Kurve, sondern das hier so die Häuser. Also die Interstate selbst so erhöht und ringsrum die Häuser. Gefällt mir. Sieht man ja öfters in den USA, dass das so gestaltet ist. Hoppala. Das machst du richtig. Das ist ein guter Gedanke. So, haben wir jetzt Minneapolis hinter uns gelassen, würde ich sagen, beenden wir die Folge an der Stelle, wa? Wenn es euch bis hier gefallen hat, lasst mir ein Däumchen nach oben da, abonniert, kommentiert, was das Zeug hält. Und ich hoffe, ja, wir sind jetzt in Wisconsin. Ja, hoffe, wir sehen uns dann in der nächsten Folge hier in Wisconsin wieder. Bis dahin, falsch und rechts. Grüß die Leute, macht's gut. Ciao.